You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Krieger, der ist 487 Item Level, haben wir 4er Set Boni, haben Legendary mit am Start. Sind noch nicht ganz voll, da fehlen noch ein paar Teile, ringe aber hier gerade einen aus BVE an, weil der ein bisschen höheres Item Level hat, aber gute Stats. Ansonsten, Talente sind wir immer unten alle in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr rumprobieren möchtet. Außerdem spielen wir Verheerender Sturm, Schlachtfeldkommandant und Klinge schärfen. Und werden natürlich nicht nur ein Epic BG spielen, sondern spielen auch gleich noch eine normale Runde in den normalen BGs. Jetzt als erstes haben wir Ashran und das uralt Inferno ist ab. Das heißt, das Artefakt ist ab. Das werden wir als Melee natürlich nicht kriegen. Wir hoffen allerdings, dass wir natürlich den Zerg gewinnen werden. Denn der Zerg alleine, der ist ja schon mal am allerwichtigsten, damit wir hier gleich mal halbwegs dominieren können. So, die versuchen schon mal auf der Seite vorbeizurennen. Wir sind aber als erstes da, was schon mal sehr, sehr geil ist. Wir könnten sonst für den Root-Shout gehen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mit dabei sein, wo wir halt mehr oder weniger High-Ground haben, damit wir hier gleich was machen können. Bladestorm hier gleich mal gegen den ersten Vari mit weitreichenden Stößen, damit unser Bladestorm natürlich noch mehrere Ziele hittet. Können dann weiter reingehen, wenn er rauskommt. Oh, er geht für Parry. Wir können nicht. Er Bladestormt nochmal. Gut, dann Bladestorm wie hier auch gleich nochmal. Schauen, dass wir vielleicht hinten dann gleich mal reinfieren gehen, um den einfach ein bisschen am Keks zu gehen. Gehen aber für einen Shout, kicken den Heiler hier. Kann ich Legendary währenddessen benutzen? Kann ich nicht. Ich bin disarmed into stun, into meinen Shout und Siegesrausch. Oh mein Gott, das wäre fast knapp geworden, du. Holy moly, wir pushen halt immer weiter rein gerade, was nicht so geil ist, weil wir dann wahrscheinlich niemals einen Kill kriegen werden. Das heißt, wir müssen halt halbwegs irgendwie reingehen, aber das sieht mir nicht gut aus. Da sind nämlich nicht alle von uns dabei gerade. Wir sind ein bisschen weit drinnen gerade und ich war ein bisschen weit vorne. Das ist nicht so geil. Das fängt nicht gut an gerade für uns. Das fängt gar nicht gut an für uns. Und wir haben auch, oh, wir haben nur einen Heiler und der ist down gegangen und der zweite Heiler war, glaube ich, gar nicht mit ihm Zerg gerade. Aber es ist ziemlich ausgeglichen. Okay, das erklärt gerade einiges. Ich dachte, wir haben mehr Heiler. Aber wir haben jetzt die Solarsphäre. Das heißt, unsere Caster profitieren. Und wir scheinen die gerade langsam zu wipen. Wir haben das Artefakt jetzt auch. Das sieht mir schon ein bisschen besser aus. Am Anfang haben wir noch nicht viel angebracht gerade. Aber als Melee ohne Heiler hier im BG, das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Da werden wir nicht sehr lange überleben. Wir haben uns nur mit Siegesrausch und im Parry mit Shout einmal. Oder beziehungsweise mit Parry und Siegesrausch einmal halbwegs noch gegen angehielt. Jetzt scheint es aber so, als können wir die zurückpushen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Müssen nur schauen, dass wir da gleich uns wieder anschließen können. Ich darf nicht vergessen, ich muss Vari gerade noch ein bisschen lernen. Ich will nämlich mit dem noch ein bisschen weiter Arena pushen dann irgendwann. Und Legendary ist natürlich sehr, sehr lecker da dafür auch nochmal, weil mehr Item-Level, der Damage ist ein bisschen höher, gerade weil Waffenschaden ein bisschen nicer reinrechnen in das Ganze. So, wir haben hier einen Druid. Der Druid will direkt zu uns gehen. Dann kann er wieder zurückgehen zum Friedhof. Hey, Mann. Der hat kein Gear. Wir können mal den Varier bearbeiten. Gehen hier für Warbreaker, beziehungsweise Warbreaker sage ich schon, für Dragon's Roar. Warbreaker spielen wir ja gar nicht. Wir spielen hier kolossales Schmettern gerade. Der Warbreaker wäre ja überhaupt der AOE hier am Start gewesen, aber schon mal zwei zerlegt. Was ist hier oben mit drin? Da sieht es gut aus. Wir haben das Artefakt und wir haben hier auch wahrscheinlich einige Items. Wir können hier auch nochmal reinlooten. Darf ich den Rare auch looten? Weil hier gibt es ja diese Bonus-Items, die natürlich ziemlich hart carryen können. Aber ich glaube, der Rare ist einfach schon despawned. Okay, die despawnen hier gerade alle, nachdem ich hier auf einmal mein Loot verliere. Ne, wir haben nur so einen Gefängnisstab. Damit können wir die Leute nämlich einmal einsperren, falls sie nochmal ranpushen. So, Arte ist unser. Jetzt darf der nur nicht draufgehen. Wer von uns hat das Arte? Ein Paladin überhaupt. Der soll das vielleicht nochmal abgeben. Ich meine, Brot-Paladin geht eigentlich auch. Ist jetzt auch nicht so bad mit Arte. Ein Caster wäre natürlich geiler. Gerade ein Hunter oder ein Afli oder überhaupt eine Eule wäre natürlich das Non-Plus-Ultra. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Lass mich raten, die Leute gehen wieder für den Ogre-König, damit er dann wieder 200 Schaden machen kann, bevor er drauf geht. Der Hunter, der geht hier erstmal für Totstellen. Ich will irgendwie den Priester hier noch chargen. Kommen wir da ran? Wir kommen hier ran, wir können vielleicht für Reflect gehen, wir slowen den hier einmal, gehen für Warbreaker, gehen ein bisschen für Damage, gehen für den Bladestorm. Bladestorm geht raus, da brocken natürlich die Mortal Strikes, switchen einmal raus, damit wir hier für eine Execute gehen können, gehen für Parry. Machen wir Thunderclap, damit die Leute hier alle am Bleeden sind, gehen aber für Sweeping Strikes in den nächsten Bladestorm, damit wir hier die anderen mit unserem Mortal Strike vom Brock auch nochmal treffen. Stun hier einmal kurz rein. Nochmal neue Thunderclap, damit wir hier nochmal alles reapplyen können. Können den Pali nochmal stunnen. Er geht für Bubble, da habe ich gerade leider nichts für. Rechargen den Hunter nochmal. Hunter wird nach oben genockt von den tausenden Pets, die durchgehen.
Das ist eins der Items, was wir looten können. Hunter kriegt natürlich jetzt Fallschaden. Wir können ihn nochmal slowen. Können ihn für unseren kolossales Schmettern gehen, damit wir hier nochmal mehr Schaden anreißen können. Demon Hunter macht sich aus dem Staub. Wir chargen hinterher. Wir slowen den DH, damit er jetzt nicht mehr wegkommt. Siegesrausch einmal für ein bisschen Selfie. Will ich ihn nochmal weg. Hat jetzt keine Mobility mehr. Das war der letzte Jump, den er noch hatte. Und das sollte nochmal drauf gehen. Massenbannung. Was sollte das gerade werden? Das bringt ja absolut gar nichts. Wir gehen wieder für Sweeping Strikes. Der Druid will wieder rein. Wir können für Blade Storm gehen, weil da reißen wir nämlich gleich beides nieder. Cancel haben wir den Blade Storm, damit wir für Execute gehen können. Haben nochmal scharfen Blade, damit er hier nicht healen kann. Und dann sieht mir das eigentlich schon ziemlich geil aus. Der steht überhaupt komplett am Dach. Dem kann ich gerade gar nichts tun. Wir können aber eventuell hier einmal für einen Reflex gehen, falls uns hier Coil oder irgendwas geben will. Ne, kommt ein bisschen zu spät, weil er ist vorne nämlich für Agonie gegangen. Das ist natürlich gar nicht geil. Sind ein bisschen weit drinnen gerade in dem ganzen Gedöns hier. Stunnen vielleicht einmal kurz alle. Müssen zurückleben, weil ich bin halt so tief drinnen, dass ich wahrscheinlich hier auch drauf gehen werde. Wir könnten nochmal Parry gehen, aber es bringt uns nichts. Da kommen so viele Leute gerade. Ich kann auf einen Siegesrausch gehen. Schauen, dass wir hier an der Wand dabei stehen, damit uns nichts entdecken kann. Aber ich bin definitiv zu weit drin. Wir fliegen hier mit dem Gleiter einmal kurz retour. Das wird ein bisschen zu gefährlich gerade da vorne drinnen. Wie schauen wir hinten aus? Wir schauen hinten relativ gut aus. Ich glaube, wir deffen die gerade weg, weil die wahrscheinlich durchgepusht sind ein bisschen. Und müssen hier wahrscheinlich auch unser Artefakt, genau, die wollen das Artefakt auch einmal switchen, damit wir hier wieder besser dastehen gerade. Allianz pusht wieder ein wenig. In der Mitte haben wir einmal den Korlock, den Useless Ogre mit den 7 Millionen HP. Da hat ein Spieler schon fast mehr hier. Alle pushen komplett zurück in die Base. Ach, die gehen für einen Boss-Kill oder was? Oder was passiert hier gerade? Oder was tun wir hier gerade? Nee, ich glaube, wir wollen das Artefakt. Ich bin gerade verwirrt, was wir hier gerade vorhaben. Das ist sehr interessant, aber ich kann gerade nicht reingehen, weil ich habe gerade nicht wirklich irgendwas, um mich zu sustainen gerade. Und wir schenken denen, glaube ich, in der Zwischenzeit vorne die Base. Ein paar von uns sind hier im Relikte farmen, aber gut, schauen wir mal, was wir hier machen. Okay, ich kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, keiner hat eine Ahnung, was wir hier gerade fabrizieren. Die standen gerade alle einfach da hinten. Jeder fragt, was los ist, dann gehen sie wieder nach vorne. Ich glaube, jetzt geht es wieder weiter. Wir haben zumindest ein Artefakt getauscht an den Hexenmeister jetzt. Ich würde mal sagen, wir schauen, dass wir jetzt langsam reinpushen. Die Leute gehen immer weiter nach vorne. Sollen wir hier einfach reinchargen? Wir chargen hier einfach mal rein. Wir gehen hier für eine Shockwave, wir gehen hier für Sweeping Strikes, gehen für Bladestorm mit Parry an. Und schauen, dass wir uns halbwegs vielleicht gegenhealen können, wenn es denn wäre. Siegesrausch geht nochmal raus. Gerne einmal für Dragon's Roar, einmal für den Thunderclap, damit hier die ganzen Leute am Bleeden sind. Und jetzt pushen wir finally mal rein, wie es aussieht, damit wir hier den ein oder anderen down kriegen können. Der knockt uns nochmal weg. Wir wollen aber den Shami hier killen, damit er auf keinen Fall hier unser Arte irgendwie niederreißt. Gehen gleich für den nächsten Bladestorm. Da ist aber gerade alles in Immunities bis zum Anschlaggrad. Das ist natürlich ungut. Priester hat sein Last Stand, stirbt aber durch. Unser Damage ist gerade viel zu krank hier und wir können halt komplett durchrasieren. Einmal Demon Hunter will nochmal wegpushen. Wir haben wieder Sweep Strikes ready. Das heißt, wir können wieder zwei bis drei Targets auf einmal hitten hier mit unseren Attacken, sofern sie halt mehr oder weniger in Reichweite sind. Wir stunnen den Priester hier einmal. Der kommt hier eh nicht raus. Der Hunter ist gleich aus der Shell raus. Das heißt, wir können schauen, damit er geroutet ist. Und dann sieht das hier gleich wieder geil aus. Der wollte mich nochmal einsperren. Das wurde wohl nichts, aber er basht hier. Er portet einmal nach oben. Da wollen wir natürlich mit dabei sein. Steht er hier noch oben? Ne, der hat sich eh schon wieder aus dem Staub gemacht. Der Demon Hunter, der krepiert ja auch schon ein bisschen weg. Blur geht raus, wir können mal stunnen, damit wir hier mit dem Mortal Strike reingehen können. Und dann geht es mit dem Backjump auch schon raus. Legendary wird geused. Können wir hier gleich in den NPC einmal reinballern und dann hauen wir Relay einmal um. Dafür kriegen wir nämlich nochmal... oder dafür kriegen sie noch ein paar Punkte Minus, was natürlich sehr, sehr geil ist. Jetzt können wir nochmal die Stacks kurz holen, gehen nochmal für Sweeping Strikes und dann gehen wir nochmal für den Bladestorm, damit die Mortal Strikes hier nur so reinsegeln. Und dann schauen wir hier unten, glaube ich, eh schon ziemlich lecker aus. Da sollten wir eigentlich in der Zwischenzeit den ganzen Zerg eh in einer Tour zurückgepusht haben. Ich kann da vorne halt nicht reingehen, weil wir haben halt kaum Heiler. Also wir haben zwei Heiler gerade am Start und das bringt uns halt nicht viel, weil diese Wachen, die hauen Damage-Schellen rein, das glaubst du nicht, und die Killen bringt halt nichts für die spawnen instant wieder. Das macht also nicht so viel Sinn. Wir haben auch unser Artefakt unten verloren. Also nicht das Artefakt hier oben, sondern die Solarsphäre. So heißt es. Und das ist natürlich auch nicht geil. Können wir den Demon Hunter hier killen? Okay, der explodiert hier eh schon. Können ansonsten nur warten. Da wird aber immer wieder einer rausgegrippt zwischendrin. Da ist natürlich immer sehr, sehr geil. Ich würde da gerade so gern reingehen. Ne, die stehen so geil da vorne gerade. Aber wenn ich da reingehe, bin ich wahrscheinlich tot, oder?
Wobei der Push gerade, wobei der Pali, das war der ein Pali, das sah gerade so aus, wäre der Parler reingerannt. Der eine wird rausgegrippt hier, der DK zieht einen nach dem anderen raus. Hier Eiswand wird aufgestellt, die supportet ja uns mehr als die gerade. Ich glaube, wir gehen da rein. Komm, die werden gefreezed gerade, wir gehen hier einmal für den ersten Bladestorm rein. Cancel in Bladestorm, gehen für Shockwave, gehen für Sweeping Strikes, gehen für den nächsten Bladestorm, reißen hier hinten rein ohne Ende gerade. Dann gehen wir hier einmal für den Root, damit die hier alle festgewurzelt sind, einmal von uns. Können hier einmal für CDs gehen, ballern in den Hand da rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vielleicht können wir ihn niederreißen gerade, aber es scheint so, als würde er gerade überleben, du. Es scheint so, als würde er gerade überleben. Wir gehen wieder, wenn wir Wut haben, gehen wir mal für Thunderclap, damit die Leute hier alle halbwegs unsere Bleeds am Start haben. Und dann versuchen wir immer weiter nach vorne zu pushen, immer wieder Thunderclap zu drücken, damit wir hier mit dem Damage ein bisschen nach oben patten können die ganze Zeit. Ah, gehen einmal für Siegesrausch. Vari hinter uns stirbt hier einmal weg. Ich würde da vorne gerade nochmal gerne reingehen, wenn ich wieder einen Bladestorm abhabe in 5 Sekunden. Wobei der Hunter wollte gerade jumpen, ich kann ihn nochmal stunnen und dann können wir ihn hier executen. Das war gerade lucky, während hier selber vom Vari einmal Shockwaved und ich kriege einen Sniper-Shot ins Gesicht und bin down. Der Hunter hat halt Sniper-Shot und Sniper-Shot ist ein prozentueller Hit und man kann hier, glaube ich, sieht man es hier, Heckenschütze, 624.000 hat er mir gerade gegeben damit. Ist halt ein prozentueller Hit und wenn du nicht kommen siehst, dann ist halt aus, aber das kann's halt nicht kommen sehen teilweise. Im Epic-BG ist es halt ein Unding, gerade weil die so viele Hunter haben. Brauchst du nur schauen, was hier gerade klassentechnisch abgeht, brauchst du nur schauen, was hier Hunter sind. Das erkenne ich halt. Das sind halt alle Treffsicherheit noch dazu. Ne, einer war Beastmaster. 2, 3 sind Beastmaster davon. Das erkennst halt nie raus, ob der gerade voll auf dir durchzieht, wenn die alle auf dem Cluster stehen. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus bisher, das BG. Wir sind wieder vorne angekommen. Sieht dementsprechend gut aus. Wir müssen nur die Flagge hier einnehmen. Wenn wir die Flagge einnehmen, dann könnten wir auch noch den Boss killen. Das wäre natürlich auch huge, weil sonst ist der Boss nämlich unten drin. Dann könntest du ihn auch killen, aber du müsstest ihn halt unten in den Keller reinziehen. Und ja, der Boss neigt sehr, sehr stark dazu, sich zu verbuggen. Deswegen ist das immer so ein bisschen problematischer. Wir warten hier mal so ein bisschen um die Kante. Aber man sieht schon, da vorne sind alles Hunter. Einfach nur, schau, Heckenschütze geht da schon wieder irgendwo durch, Alter. Das ist ein bisschen makaber. Haben wir die Base schon eingenommen? Haben wir nicht eingenommen. Wir müssen halt warten. Wir fighten halt hier die ganze Zeit gegen die Wache und das bringt uns halt gerade nichts. Das heißt, ich kann hier auch gerade nicht wirklich mitspielen, weil die porten uns auch hier rein. Und dann zerreißen die uns da vorne einfach nur. Das heißt, das ist gleich ein kleines Wartespielchen hier. Oh, da hat mich einer gesehen. Jetzt kommen hier die Leute raus. Oh, da kommt auch noch ein Hunter mit dazu. Ne, wobei der stealth hier nochmal weg, direkt von mir. Wir können den DH einfach stunnen, geht direkt für den Bladestorm. Eventuell gehen wir hier für den Reflex einmal, für den Pali, falls er für Dingen gehen will. Ne, der andere stunt mich einmal. Wir gehen hier für unsere CDs. Müssen da nach unten, weil Heckenschütze geht wieder durch, aber keine Chance. Da hat er schon wieder komplett durchgeballert. Rogue ist auch noch mit dabei. Shockwave geht einmal rein, aber ich glaube, ne, warte mal, der Rogue saved mich hier gerade, weil ich kann jetzt wegfliegen durch das Schattenduell. Er stunt mich noch, aber ich sollte fein sein, weil ich kann hier auch nochmal wegliegen gerade. Der Rogue hat mich gerade einfach gerettet da unten. Wäre nicht für Schattenduell gegangen, hätten mich die anderen halt gerade komplett aus dem Leben geballert. Sachen gibt's, du. Sachen gibt's, es ist wild, Alter. Es ist richtig wild und es sieht so aus, wenn wir reingehen. Wir laufen hier einmal kurz in den Ring rein, damit wir DR sind, also vom Diminishing Return betroffen sind. Falls wir nochmal CC gespammt werden, dann ist das natürlich umso leckerer. Aber jetzt müssen wir halt hier ein bisschen reingehen und hier auch den ein oder anderen zerlegen und schauen, dass wir eventuell den Boss ja auch noch aggron können. Boss haben wir geaggrot, müssen den nur ein Stückchen zurückziehen. Damit wir hier auch jetzt dann reingehen können. Wir können den hier einmal rüberspotten und eventuell in diese kleine Kammer da reinziehen, unterhalb, wo die Leute nicht unbedingt halt gerade hier reinballern können. Wir müssen halt hier nochmal spotten und dann ziehen wir den hier unten rein, weil von unten können die Leute da halt nicht reinballern. Das heißt, wir können halt komplett in den Boss reingehen, ohne dass sie von oben halt schießen können. Und das ist natürlich nochmal richtig, richtig nice. Aber der Healer, der versucht ja auch nochmal gegen zu pumpen. Wir spotten wieder zurück, weil irgendeiner taunted mir hier wieder den Boss raus. Und das geht natürlich nicht. Du kannst den Boss nicht ganz drüben tanken, aber normalerweise soll es das jetzt gewesen sein. Und wir haben wunderschöne Win
in Ashran einmal abgeholt. Was eine Runde, du. Auch wenn es ein bisschen verwirrt war am Anfang, aber im Allgemeinen trotzdem sehr, sehr solides BG. Wir gehen rein in Runde Nummer 2 und zwar sind wir diesmal in der Rauferei, also im Solo-Queue-RBG-Modus hier. Ich habe mir ein neues Item geholt und zwar hier den Ring für PvP noch mit Vielseitigkeit und Meisterschaft. Das heißt, sind wir bei 488 Item-Level. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr lecker. Wir pingen mal da drüben ganz kurz zum Turm hin, aber irgendwie will sich keiner zum Turm hin bewegen, aber wir gehen zumindest den anderen einmal inken. Kommt hier jemand rüber? Da kommt tatsächlich jemand rüber. Jetzt müssen wir das ganz schnell einnehmen. Da kommt nämlich schon ein Jäger einmal zu uns, aber eingenommen haben wir das Ding. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Wir können ja mal rüber chargen, gehen dann hier gleich für den Bladestorm. Er shrinket den einmal raus. Wir schauen, dass wir uns hier einmal healen, rechargen ihn, können vielleicht nochmal für einen Stun gehen. Gehen hier einmal für Dragon's Roar, schauen, dass wir ihn bleeden können, denn wenn wir ihn bleeden, dann haben wir natürlich hier noch mehr Schaden. Er geht hier einmal für den Self-Heal. Double Self-Heal geht raus. Wir können ja auch nochmal einen Gesu usen. In der Zwischenzeit vermöbeln wir sein Pet hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich mich trappen will oder schon. Ansonsten gehen wir ja mal für einen Reflex, falls er für die Eisfalle gehen will. Es sieht mir aber nicht so aus. Der scheint mir ziemlich verwirrt zu sein. Wir können ja mal raustrinketten und da ist er auch schon down. Und normalerweise sollten wir das hier haben. Genau, da kommt aber schon der nächste Cluster an. Und zwar von der Mitte aus haben wir, glaube ich, verloren. Aber wir haben dafür die zwei Basen, was halt schon mal sehr, sehr geil ist. Wir holen uns hier aus dem CC raus. Wir werden nochmal kurz CC. Er geht einmal für den Night Elf Stealth. Wir gehen nur ganz kurz für unseren AOE hier, den Demon Hunter will ich eigentlich nicht wegkommen lassen gerade, wobei der geht hier eh schon für Nether Walk, dem Vari können wir gerade noch nichts tun, wobei sein Parry ist hier aus, das heißt, jetzt können wir eigentlich komplett reinlangen in den jungen Herrn und da geht auch nochmal der Shout raus, Ignore Pain geht nochmal raus, sollte normal nichts mehr bringen, wir können hier einmal noch ihn kurz rausnehmen, disarmt uns, kann ich das Legendary trotzdem benutzen? Nee, kann ich nicht, okay, weil es nämlich leuchtet, deswegen dachte ich gerade, ich kann das dann trotzdem usen. Wichtig ist hier nur, dass man die Base nailt. Es geht hier tatsächlich, also die Flagge gibt so gut wie keine Punkte. Die Flagge ist null wertvoll hier drinnen in dem Modus, sondern es geht nur darum, dass man die Base antitappt und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, weil wir versuchen da drüben auch gerade die Flagge überhaupt noch zu zerlegen. Ich würde die aber gar nicht abgeben, wenn wir die kriegen, sondern ich würde die tatsächlich einfach halten, so lange, bis es einfach gar nicht mehr länger geht. So, da haben wir einen Magier einmal mit dabei. Wir stunnen den Magier, aber der ist hier eh schon defensive. Wir können hier für den Bladestorm einmal gehen, schauen, ob er hier einmal wieder zurückportet, weil er hat eigentlich noch den Port. Wir haben hier aber einmal den Healer mit am Start. Da gehen wir nochmal für den Bladestorm. Er disarmt den Healer. Ich weiß nicht ganz, was das bringen soll. Es wäre gut, wenn er für den Stun gegangen wäre, der Rogue, anstatt für irgendwas anderes. Wir jumpen einmal zum Hunter. Wir slowen den Hunter einmal. Hab das Gefühl, dass er gleich einen Backjump used. Da kommt auch schon ein Backjump. Wir chargen direkt wieder hinterher. Er knockt uns nochmal. Wir können nochmal chargen. Wir schauen, dass er die ganze Zeit geslowt bleibt. Geht hier wieder für seinen Selfie einmal. Wir haben unseren schon raus. Wir können ja mal für Sharp Blade gehen. Das hätten wir vielleicht vorher noch machen sollen. Aber der stirbt normalerweise weg. Die Flagge kriegen sie nicht. Wir haben die Flagge abgezogen jetzt in der Mitte, wie es aussieht. Ich gehe hier aber immer noch low-key gerade drauf. Das ist vielleicht nicht so geil. Wir haben hier einmal den Vari. Wir können uns hier einmal healen an dem Vari. Schauen, dass wir ihn slowen. Können ihn dann drauf stunnen, nevermind, jetzt hat der andere Rogue gestunnt, vorher wollte das nicht, er geht hier für Parry, geht einmal für den Stun, wir schauen, ob er auf mich gehen will, ja, Blade stormt, aber hat mich die ganze Zeit im Target, deswegen noch nicht ganz sicher, was er hier vorhat, wir slowen auf jeden Fall einmal den Magi, wir hoffen, dass wir die Flagge nicht abgeben, aber das sieht mir ganz stark danach aus, als würden unsere Leute für die Flag einmal gehen, deswegen laufen wir schon mal hier ganz nach vorne, schauen, ob der Magi irgendwas mit uns machen will. Sieht aber erstmal nett danach aus. Wir können nämlich hier definitiv erstmal line of sight stehen bleiben. Magi geht hier einmal rein. Wir können hier definitiv einmal kurz stunnen. Können dann hier beide routen. Können hier für den Bladestorm gehen. Er langt aber ordentlich in uns rein. Wir haben hier einmal den Reflect am Start. Reflect geht daneben, aber er hat halt einen Healer mit dabei. Wir können jetzt hier beide einmal vieren. Schauen, dass wir hier nach oben kommen und eventuell einmal die Base einnehmen können. Geht sich gerade nicht aus, weil wir natürlich nach wie vor brennen. Aber jetzt habe ich ja keine Defensives mehr. Wir haben keinen Healer mehr. Deswegen hätten wir die Base gar nicht erst quasi, oder hätten wir die Flagge nicht gekappt, hätten wir schon gewonnen. Also BG wäre schon vorbei gewesen. Flagge cappen ist es einfach nicht unbedingt in BG, weil jetzt haben wir auch den Blutelfenturm verloren. Zwei von den Leuten realisieren gar nicht, dass dieser Turm da drüben nicht einnehmbar ist und das natürlich alles gar nicht geil. Der Vari rennt aber weg von seinem eigenen Turm, scheint mich nicht zu realisieren. Das ist natürlich wieder geil für uns. Dann leben wir nämlich einmal hier instant nach oben und versuchen das hier wieder einzunehmen. Da haben wir aber einen Hunter in der Verteidigung.
Wahrscheinlich eh wieder der eine, gegen den wir uns jetzt schon ein paar Mal duelliert haben. Schauen wir nochmal Explosive Trap oder irgendwas nutzt. Da kommt er auch schon raus. Wir können ja mal für einen Bladestorm gehen. Schauen, dass wir hinter ihm stehen. Er geht hier einmal für seine Immunity. Wir können hier das Pad einmal roten. Vielleicht können wir einfach den Tap durchballern gerade. Tap haben wir einfach bekommen. Da war er ein bisschen am Brainlaggen gerade. Knockt uns hier nochmal weg. Wir chargen wieder. Hier ist einmal ein Gesundheitsstein. War noch dabei. Habe ich immer einmal verdrückt mit dem Legendary hier. Das war nicht der Plan. Wir gehen hier einmal für den Bladestorm mit Sweeping Strikes, aber vergessen das nicht so geil, weil jetzt profitieren wir nicht so hart davon. Er will hier nochmal für den Heckenschützen gehen, wir stunnen ihn wieder drauf, weil Heckenschütze macht halt einfach prozentuellen Damage, wie wir im Epic BG schon gelernt haben. Das ist natürlich gar nicht geil, wenn der uns dann damit umreißen kann. Dann loten wir auch noch seine Leiche, damit er hier weg ist, und dann haben wir die Base hier auch schon eingenommen. Und die zweite Base sieht nicht gut aus, das sieht nämlich so aus, als wird es jetzt der Cap für sie, und die Flagge haben wir auch nicht. Und da sehen wir schon, was eine Fehlentscheidung alles ausmachen kann. Das geht dann ziemlich derbe in die Hose, aber wir versuchen es immer noch zu antitappen, was gut ist, weil unser Tank jetzt oben ist. Das heißt, wahrscheinlich kriegen sie die Base nicht, aber ich kann hier auch nicht weggehen, weil wir sehen, der Hunter will mich hier auch schon wieder inken. Ich habe ein Gefühl, dass der Hunter mich trappen will gleich. Deswegen bleiben wir einfach mal hier so ein bisschen auf der Seite stehen. Vielleicht kommt er aus dem Stealth gleich und wir können die Trap eventuell reflekten. Das werden wir gleich feststellen. Kommt auf jeden Fall hier gerade nach oben. Schauen wir, ob er hier direkt reingeht oder ob er nicht reingeht. Sieht mir nicht so aus, als würde er für eine Trap gehen. Deswegen, wir stunnen hier. Ich komme gerade nicht ran. Er geht hier für den harten Backpedal. Wir haben Sweeping Strikes. Hoppala. Der spielt da mit dem Stun-Talent einmal. Okay, das habe ich gerade gar nicht kommen sehen. Das muss man ihm lassen. Er legt sich hier hin. Das bringt mir nicht. Das bringt dir nicht viel, weil ich weiß halt, dass du nicht da gegangen bist gerade. Was sollte das denn werden? Was sollte das denn werden? Okay, die haben die Flagge, aber sie kriegen die Base nicht, was gut ist. Aber wie gesagt, wir hätten halt schon längst gewonnen. Wäre das gar nicht erst passiert, hätten wir halt einfach die Basen gehalten. Hätten sie gar nicht gegentappen können. Aber kurzes BG, wenig Action, aber trotzdem einen wunderschönen Win haben wir hier am Start. Jetzt haben wir nochmal ein normales BG, unter Anführungszeichen. Das ist hier Arati-Becken einmal. Wir schauen mal, was die Allianz vorhat. Gehen die für Sägewerk? Die gehen für Sägewerk. Da sehen wir nämlich schon ein paar nach oben pushen gerade. Ein Windwalker, ein Evoker, das sind auch ein bisschen wenig, die scheinen sich irgendwo anders hin aufzusplitten. Also ich tippe mal, dass wir die anderen Basen gerade nicht kriegen werden, aber hier sind nur drei nach oben gegangen. Wir haben hier einen Berserker-Buff. Können wir vielleicht einmal reinliepen? Da liepen wir auch schon rein. Da kommt der Evoker einmal an, den stunnen wir hier gleich. Wir gehen gleich für Warbreaker, wir gehen gleich für Bladestorm und schauen, dass wir den hier so schnell es geht irgendwie aus dem Weg räumen können. Versucht sich hier nochmal gegen anzuhealen. Ich dachte gerade, das ist ein DD-Evoker, aber das scheint mir ein Healer zu sein. Emerald Communion geht raus, aber von unseren 200 Leuten wird er einfach niedergerissen. Und wir sehen schon, wir waren halt einfach viel zu viele Leute hier oben. Jetzt gehen wir einmal für die Mitte. Da haben wir auf jeden Fall einen Warlock, der einen Gesu, einen Soulstone am Start hat. Wir gehen für einen Reflex, falls er mich coilen will. Sieht nicht so aus, geht er für einen Coil. Wir gehen für einen Bladestorm. Schauen, dass wir hier durchreißen können und müssen ihn jetzt so schnell wie möglich looten, damit er hier nicht nochmal aufsteht. Steht aber instant wieder auf. So schnell kann es gar nicht schauen, hat er das gerade gedrückt, Alter. Können hier raus trinken. Gesundheitsstein geht nochmal raus, aber die Base hat er schon verloren. Das konnte er nicht mal antitappen. Wir können den Mönch hier einmal CC'en. Wir stunnen ihn. Die Base haben wir eh getappt. Okay, das sieht eh gut aus. Der Hof ist aber in der Zwischenzeit weg. Healer ist hier hinten noch am Start. Den können wir einmal slowen. Wir kicken ihn instant und dann ist er auch schon down, weil er halt nichts mehr usen kann drauf. Deren Zerg in der Zwischenzeit ist alles hier hinten. Wir gehen gleich mal für den Magier. Schauen, dass wir den Magier hier gleich mal routen, damit er nicht wegkommt. Können wieder zurückleapen, können ihn vielleicht freezen. Reflex ist am Start, der Slow ist einmal raus. Wir schauen, dass er uns hier vielleicht nicht unbedingt kriegt. Wir können ja einmal ihn stunnen. Er hat es aber vorher geschafft, noch ein Defensive drauf zu ziehen. Backblinkt hier nochmal, das ist sehr, sehr gut. Wir haben aber einen Healer dabei, wir gehen trotzdem für Parry einmal, weil deren Gruppe, die stehen hier alle gerade ganz vorne. Wir können vielleicht den Magi hier einmal executen. Geht hier nochmal für den Stealth, stirbt aber im Stealth hier vorne einmal. Gehen dann hier auf den Locks, kicken einmal den Cast vom Lock, damit er hier nicht healen kann. Und reißen auf jeden Fall als erstes den Hexer hier einmal um, werden aber gestunt vom Hunter, weil der DK uns reingrippt, kicken einmal den Heiler hier, können Warbreaker auf den Healer usen unsere Big Cooldowns, Emerald Communion geht wieder raus, das ist sein Big Heal CD, sobald das vorbei ist, stunnen wir ihn hier, oh, er fliegt meinen Stun, das ist actually Insanity, wir chargen mit dem Legendary nochmal ran, damit wir die Uptime weiterhalten können und dann räumen wir hier weg und gehen hier für den Tap so schnell es geht, weil die spawnen nämlich hier und müssen hier instant die Base abziehen, da haben
haben wir sie auch schon. Jetzt müssen wir die Leute auch looten, weil ich sehe schon, die sind ein bisschen mehr tryhard unterwegs. Kann sein, dass die uns sonst nochmal hier die Base wegtappen. Deswegen gehen wir hier einmal her, looten einmal die ganzen Leichen von denen, damit die hier nicht alle bei der Base wieder aufstehen können. Und dann machen wir uns hier aus dem Staub, damit wir nicht deffen müssen. Klassiker. Sadeskrieg ins Gesicht, der ist auch schon tot. Ziemlich sicher ist Sägewerk weg, bevor wir überhaupt oben ankommen können. Der hat nämlich auch nicht mal irgendwas geschrieben gerade. Schauen, ob noch mehr anticappen kann. Es sieht mir nett danach aus. Nein, Sägewerk ist schon gone. Wir gehen für den Demon Hunter hier einmal. Schauen, dass wir den Demon Hunter gleich reinballern. Wir haben Healer mit dabei. Ich habe aber noch keine Defensive parat. Ich kann mich einmal healen. In 2 Sekunden etwa ein Parry am Start. Ich würde mega gern gerade auf den Mönch hier gehen. Wir können den Mönch hier nämlich einmal kicken. Schauen, dass wir Bleed rauskriegen. Kriegen gerade nicht den Bladestorm raus. Jetzt haben wir den Bladestorm. Biggest Damage. Cocoon geht für dich selber drauf. Stunt uns nochmal. Ziemlich dreister Stun. Will hier nochmal Stealth gehen. Cocoon ging sich nett aus. Wir gehen für den Reflex. Versuchen einfach instant den Tap zu kriegen. Der Warlock schafft es hier nochmal zu anti-tappen gerade. Wird aber genockt drauf. Hat aber sein Pad vorher noch aufgestellt. Das natürlich auf keinem anderen als mir am Sticken ist. Und ich dadurch nichts machen kann. Wir können den Heal nochmal stunnen. Kriegt nochmal einen Restun. Und damit ist es vorbei. Wir spotten das Pad nochmal, damit er hier durchtappen kann. Denn Pads funktionieren trotzdem gleich wie in normalen Szenarien halt. Wir pingen hier mal ganz schnell hin, funktionieren gleich wie in normalen Szenarien halt auch im BVE und werden dadurch automatisch anvisiert. So, wir gehen hier wieder rein, wir sehen schon, die Premade von denen ist wieder am Start. Wir gehen auf den Magier, weil der Magier keinen Last Stand mehr hat. Da muss er auch schon in seinen Defensive gehen. Den Healer, den Stun war, bevor er Emerald Communion wieder rauskriegt oder beziehungsweise seinen Heal rauskriegt. Emerald Communion kann er im Stun benutzen und da haben wir die Base auch schon wieder verteidigt. Der Magier macht sich wieder aus dem Staub. Wir versuchen ihn zu slowen, kriegt einen Lucky DB auf uns. Wir können ihn stunnen, aber der eine hat ihn zuerst gekillt. Blutdrinker kicken wir einmal, sonst hielt sich der DK nochmal. Wir gehen für einen Sharpen Blade auf den anderen DK, damit sein Deathstrike nichts hielt. Und dann haben wir den auch schon wieder weggeräumt. Und dann gehen wir wieder her, looten die gleich. Und wir sehen schon, die gehören halbwegs zusammen. Die Inken immer alle geschlossen eine Base. Also sehr wahrscheinlich, dass die in irgendeiner Art von Gruppe hier fungieren. Da hinten kommt nochmal ein Demon Hunter. Den kann man auch schon wieder pingen einmal, damit den die Leute einmal sehen. Ping-System, eine der besten Additionen zu WoW überhaupt. So eine Kleinigkeit und macht gameplay-technisch so einen Unterschied. Wir stunnen ihn hier nochmal rein, damit er gar nichts machen kann, der Demon Hunter. Und da ist er auch schon wieder weg. Der DK geht hier nochmal für seine, wie heißt es nochmal? Nicht Unterkühlung, wie heißt es nochmal? Das Hin- und Her-Bounce, mir fällt es gerade nicht ein. Kettenunterkühlung heißt es, oder? Ich glaube. Das hat er gerade ein bisschen sehr weit reingejätet, aber die kommen immer und immer wieder hier. Ich ping hier einfach alles an, damit die Leute immer gleich realisieren. Ah, okay, da kommt gerade einiges. Wir können eventuell den Hexenmeister hier gleich wieder umreißen. Und zwar schauen wir, ob die hier reingehen und uns vielleicht grippen werden. Ist denn der Healer bei denen dabei? Der Healer ist mit dabei. Stun geht raus, schöner Stun. Wir gehen gleich hinten für den Healer einmal. Wir stunnen den Healer, wir geben ihm hier gleich alle Debuffs. Schauen, dass wir mit Bladestorm gleich beide hier ein bisschen bearbeiten. Cancel unseren Bladestorm. Emerald Communion haben wir schon wieder komplett solo geforst hier durch unsere Aktion gerade. Da war schon wieder alles vorbei, aber die Inken hier schon wieder die ganze Zeit rein. Der Flugstun geht aber raus, aber der stirbt da vorne weg, weil er sich halt in dem Flug nicht selber sustainen kann. Wir gehen einmal für Thunderclap, damit er hier gleich wieder Debuffs hat. Gehen hier wieder für Bladestorm, weil wir eben mit dem Bladestorm Talent spielen. Wer das vielleicht noch nicht verstanden hat beim Armsvari, es gibt 2 Möglichkeiten, was du spielen kannst. Und zwar Möglichkeit Nummer 1 ist unhinged, also außer Kontrolle. Und außer Kontrolle macht nichts anderes, dass wenn ich Bladestorme, kommen Mortal Strikes. Also es kommt tödlich. Stoß. Wenn ich vorher weitreichende Stoße mache, dann kommen sie sogar doppelt. Das heißt, anstatt 2 kommen dann 4 Stück, aber die treffen halt dann 2 verschiedene Ziele. Einziger Grund, wenn man das nett spielt und dann Hurricane pickt, ist, wenn man gegen zu viele Ziele auf einmal spielt. Wenn du jetzt gegen den Demolog spielen würdest, bringt dir das nichts, weil die Chance, dass der Mortal Strike, also der tödliche Stoß, das Ziel hittet, was du willst, ist halt -0, weil da hittest halt irgendwie 1 der Pets die ganze Zeit und es ist nur Damage Verlust. Da profitierst bei Weitem mehr, wenn du mit Hurricane dann spielst. Im Allgemeinen ist aber trotzdem ein sehr, sehr leckeres Talent. Okay, die 200 DKs von denen spielen gerade Ping-Pong mit mir, silenzen mich hier erstmal. Wir fielen hier einmal rein, schauen, ob wir ein Trinket kriegen. Wir leapen hier einmal weg, gehen für einen Bladestorm, damit wir uns bewegen können und chargen dann vielleicht da vorne noch ganz fix den Krieger an, damit wir hier irgendwo in der Nähe von dem Heiler sind, weil die haben nämlich einen Heiler mit dabei. Wir haben keinen Heiler gerade, beziehungsweise hier vorne ist ein Heiler. Jetzt können wir hier einmal stunning gehen für den nächsten Bladestorm. Trinket geht schon raus, Traumprojektion geht raus. Können wir kicken?
Kisten bringt es nicht so viel, weil durchgehen tut es dann trotzdem. Es bringt aber was, weil dann mehr oder weniger seine Green Spells, also die Nature Spells, mehr oder weniger vorerst nicht zum Casten gehen. Jetzt haben wir schon wieder halbwegs Schaden hier am Start. Es geht sein Last Stand einmal raus. Der Deacon grippt uns von seinem Heiler weg. Guter Grip, muss man ihm ehrlich lassen. Wir gehen in der Zwischenzeit aber auf den anderen hier. Und der Healer ist die ganze Zeit line of sight von ihm. Wir können ihn hier auch kicken, damit er seinen Casten durchkriegt. Und dann ballern wir hier wieder in den Healer rein, der hier nochmal wegfliegen will. Wir stunnen direkt drauf. Trinket geht auch schon raus. Er hortet sich hier nochmal komplett voll. Der Mönch geht rein. Wir gehen für Bladestorm, damit er uns nicht stunnen kann. Geht aber hier einmal für Karma. Wir gehen dann für Parry, damit er nichts mit uns machen kann. Schauen, dass wir wieder Bleeds drauf haben. Bleeds sind am Start. Evoker fliegt wieder weg. In der Zeit, wo er wegfliegt, kann er sich nicht healen. Wir leben hinterher, kicken direkt seinen Cast wieder. Schauen, dass wir vielleicht für die Shockwave gehen können. Shockwave geht raus. Wir slowen oder beziehungsweise routen einmal den Mönch auf seinen CD hier. Jetzt müssen wir einmal Death Stance gehen, weil jetzt kriegen wir ein bisschen hart ins Gesicht. Der Evoker fliegt nochmal raus. Wir fliegen wieder hinterher. Stunnen ihn auf seinen Cast. Da ist er auch schon down. Wir switchen wieder zurück in die Off Stance und können normalerweise hier die Bar noch finishen. Da geht schon mal relativ guter Schaden rein, muss man auf jeden Fall sagen. Die Mortal Strikes ballern anders wild. 1,28 Millionen haben wir da gerade reingeballert. Jetzt haben sie ehrlich gesagt nur noch eine Base gerade. Der Healer von denen stirbt schon unterwegs, will aber hier gerade für die Schmiede gehen. Deswegen leapen wir hier einmal rüber, schauen, ob wir den Healer vielleicht chargen können. Können den Healer hier einmal stunnen, können dann hier für den Bladestorm gehen. Cocoon geht nochmal raus, macht sich hier wieder aus dem Staub. Wie Sloanin wird wahrscheinlich gleich ein Parry oder beziehungsweise ein anderwertiger CC werden. Wir können ihn nochmal stunnen, schauen, dass die Eule in der Zwischenzeit ballern kann. Er drückt Beleben, damit die Eule keinen Damage machen kann. Schlechte Entscheidung, für den CC zu gehen, weil wenn auf den CC gekickt wird, kann er auch sonst nichts mehr wirken. Da wäre es schlauer gewesen, er hätte gerade versucht, sich in irgendeiner Art und Weise zu heilen. Unten haben wir einmal einen Warlock, wir haben einen Demon Hunter. Wir chargen einmal für den Demon Hunter, können ihn hier exekuten. Zweiter ist am Start, Hunter steht ganz, ganz oben. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie rankommen an den guten, picken hier einen Berserk-Buff. Schauen, dass wir hier nach oben kommen. Stunnen hier einmal rein, gehen hier für Sweeping Strikes into Bladestorm, damit er nichts mit uns machen kann. Totstellen mit der Damage-Verringerung wahrscheinlich. Er will die ganze Zeit für einen Knockback gehen. Wir gehen hier einmal für den 4, schauen, dass wir wieder zurückgehen. Knockt uns einmal, wir haben aber keinen Leap und nichts. Das heißt, wir switchen hier nach vorne und gehen hier erstmal den Priester zerlegen. Jetzt hatte ich gerade meinen Gleiter auch und nichts ready. Das heißt, ich konnte gerade nichts machen, dass ich da irgendwie gegen anfliegen kann. Und da der Healer oben steht, sind wir natürlich eh ein bisschen behind. Wir gehen hier einmal für den Kick auf den guten Hexenmeister. Der eine stirbt schon wieder komplett weg. Sägewerk haben wir in der Zwischenzeit verloren, aber wir haben hier einen richtig geilen Zerg gerade am Start. Gehen hier nochmal für den Stun, wobei der Hunter hat schon vorgestunnt. Das war gerade ein bisschen unlucky, aber hier in dem Fall ist einmal down. Switchen hier einmal zum Heiler, können den Heiler hier einmal slowen. Guter Stun hier. Ich glaube, der Heiler wird gleich für einen Fußfeger gehen, deswegen wollte ich ja eigentlich gerade den Parry ziehen, damit er eventuell nicht reinhittet, aber ging sich in dem Fall trotzdem aus. Der Hunter knockt uns hier wieder perfekt, aber die Kante runter, du, der ist not bad. Ich glaube, das ist ziemlich viel mit Glück zusammengehangen, aber trotzdem war das nicht bad. Da kommt eine Sleepwolke runter, da wollen wir natürlich nicht rein. Was wir allerdings wollen, ist hier ein Bladestorm mit Sweeping Strikes, damit wir die ganzen Mortal Strikes hier rauskriegen. Wir wollen auch einen Reflex, werden hier nochmal ein bisschen rausgenommen gerade. Ich glaube nicht, dass wir den finishen können, bevor irgendwas passiert, weil der Warlock hat nämlich gerade seine ganzen Portale aufgerissen und der Magier hat gerade mit Kombust auf uns durchgezogen. Da ist dann nicht mehr viel mit Überleben, gerade weil wir halt keinen Heiler unten haben, sondern nur die Hunter. Wir haben zwar die Base getappt, aber das bringt uns halt jetzt auch nichts mehr. Wir hatten sowieso schon den Win im Allgemeinen, aber trotzdem ist sehr, sehr solider Zerg. Bladestorm, Gebrödel ging auf jeden Fall gut rein. Also schadenstechnisch sind wir da nicht allzu schlecht gerade unterwegs. Amsvari macht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich Damage und hat halt auch einfach bei Weitem mehr Survivability als der Furyvari. Was ein bisschen schade ist, aber im Allgemeinen trotzdem extremst geile Skillung momentan. 9 Kills haben wir, einen Tod haben wir, 28 Millionen Damage haben wir mit am Start. Sind sogar Platz 1 hier im Schadengrad. Alles in allem, sehr schöne BGs. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Vari-Plays wieder gefallen haben. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.